sind soweit, es kann bald losgehen. Wir treffen die letzten Vorbereitungen für das Hochzeitsmahl und wir freuen uns drauf. Unsere Aufgabe hier in der Linde ist, die Händchen und Füße zu braten jetzt. Und die ersten sieht man da drüben, die sind schon fertig gebraten. Die machen wir dann dort nochmal heiß. Ja. Und natürlich können wir nicht alle auf einmal braten. Wir wissen, der Ofen ist ein bisschen klein, aber es geht. Ja. Wir freuen uns auf ein schönes Fest. Ja, und ich wünsche mir und meine Kollegen, dass das Essen sehr gut klingt und dass wir auch ein tolles Wetter haben. Und ich wünsche allen viel Spaß. Okay, tschüss. Thank you.
ich immer die Geschichte da nochmal drüber nachdauern. Nach dem dritten Ball macht es auch nichts mehr. Seid herzlich willkommen im Namen der Hochzeitsgesellschaft, die sich später hier an diesem freien Tische platzieren wird. Falls sich einige schon gefragt haben, wofür dieser freie Tisch ist, wir werden natürlich die authentischste Nachbildung des Originals von 1560 hier an diesem Ort zelebrieren und dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Jetzt hat natürlich auch ordentlich dafür. Nun gut. Aus technischen Gründen haben wir nun die ersten Gänge, die erste Spielfolge bereits serviert. Es ist alles etwas außerplanmäßig, aber das darf nicht weiter stören, denn am schönsten ist es, wenn es nicht ganz nach Plan läuft. Es wurde serviert ein mittelalterliches Gelage, ein Begrüßungsbrottrunk vom Mundschenk, Bechermet, süffig und edel. Das gab es da vorne. Das habt ihr auch bereits hinter euch. Wir haben hier als besonderen Gast zum ersten Mal in Städten Donna und Doria. Zumindest ein Drittel davon. Nun möchte ich im Namen der heiligen göttlichen Unverteilung. Oh, ist das klein geschrieben. Der göttlichen unzerteilten Dreifaltigkeit Amen. Allen sei zu wissen und offenbar, dass dem Allmächtigen zum Lob zum heutigen Datum eine Hochzeitsabrede verabredet und beschlossen sei. Zwischen dem edlen Jungherrn Joachim der Jüngere von und zu Hausen und Städten zum Kalten Markt und Ursula vom Stadion. Auf Einladen des Joachim des Älteren von und zu Hausen und dessen Gemahlin Sibylla sowie auf Einladen des Wolf Dietrich von und zum Stadion und seine Gemahlin Barbara sind zur Hochzeit erschienen. Wir begrüßen Herrn Joachim von Hausen und dessen Gemahlin Sibylla. Wolf Dietrich von und zum Stadion und seine Gemahlin Barbara. Es folgen Hochwürden Fürst Herr Wolfgang von Hausen, Propst und Herr zu Elbangen. In Gelb und Schwarz gekleidet folgen daraufhin Dietrichen von Horben zu Ringelberg, römische kaiserliche Majestät, Rat und Marktvogt der Markschaft Burgau. Es folgen die da edlen alten Bürger von Stein, vom Klinstein zu Walzberg. Und Gemahle natürlich. Daraufhin folgen alte Hansen von Hausen zu Waghofen und seinen Spielen. Gemahlin, inzwischen. Und nun ein kräftig Handgeklapper für Ott Heinrich von Dämpfingen zu Ott
Hessen. Ach, ihr habt noch einen nicht verzeichneten Nachwuchs. Es folgt Jakoben vom Stein zu Utenweier, Oberflug zu Ochsenhausen. Mit Strahlen. Und als Abschluss der Hochzeitsgesellschaft der ehrwürdige Herr Quirin Gottfried von Hausen, fürstlicher Elbanischer Rat, Statthalter zu Augsburg. Herr, ehrwürdigen Herrn Dr. Hermann Goldmeier, Hoffmann Goldmeier, pardon. Es tut mir aufrichtig leid, ich stelle mich nachher selbst an den Martin, der Ältere und von Hausen auf, du als Vater der Braut nach altem Brauch zur Vermählung ein für 4-6 Tage nach Städten fürwahr zum großen Gelage. Geladen hat er den Adel mit, präsent zu sein zur Vermählung, da der Eitel von Stein, von Klingenstein und von Waldberg ganz genau seine Tochter, Emerentina, will nehmen zur Frau. Wir kommen nicht nur zum Fest, wo man auch einkaufen kann aus aller Welt. Die Gastronomie, das Handwerk, die freien Berufe. Auf die Klaus! Gar schön wie eine Rose. Und auch ein Hoch auf den Bräutigam. Er ist gar stark wie eine Ross. Und nun alle zusammen, das Brautpaar. Heilige Jungfrau Maria! Es hält sich hier in Grenzen. Sie können sich gut zurückhalten. Ich denke, die sind ja alle katholisch. Wahrscheinlich. Da müssen wir es aber wissen. Ihr lieben gute Braten, dann werden wir gleich einmal probieren, ob es mit eurer Morgengymnastik weit her ist und ob ihr wohl auch dem Kirchgang frönet. Das heißt also, wir werden dies kombinieren, indem wir eine kleine Rückenschulübung mit euch praktizieren werden. Ja. Ja. Zuallererst nehme das Volk die Pfoten unter der Tafelei hervor, was auch immer ihr da treibt. Ja, ja, Fiagel. Strecket sie weit vor die Brust. Also vor die eigene Brust, bitte, ja. Ja, auch ihr da hinten auf den billigen Plätzen, ja. Ja, wir sehen euch. So dann, wir zählen bis zur Ziffer 3 und ich hoffe, das Volk hier zu Stetten kann bis 3 zählen. Dann lassen wir die Pfoten einmal ruckartig zusammenklatschen auf das 1-3. Sie hat gesagt, 3-3. Es gibt nur eine 3. Wer nicht bis zur 3 zählen kann, der zählt dreimal bis zur 1. Das wird auch tun. Halten. Ja, nicht so faul, ihr seid nicht so spaßig hier. So, dann eine kleine Warnung an die Männlein hinter euch. Nehmt zum Klatschen die Pfoten aus den Hosentaschen, das könnte sonst sehr unangenehm werden. So, dann als Pfoten nach vorn. 1, 2, 3.
sie von uns raus. Zum Zweiten klappe man die Pfoten aneinander auf die Tafelei oder auf das Haupt des Nachbarn. Bitte schön. Und? Ja. Das hast du gut, sich hier rein. Ja. Einige haben sehr viel Gesicht. Ja. So dann. Und als Drittes reiße man das Maul weit auf. Es dringen unartikulierte Laute heraus. Bitte schön.
Veda, Michela, cum gaudio, veni pulcra, ja perleo. Für die Menschenmassen, die mit offenen Mäulen am Graffen, für die, die da draußen glimmenden Stängeln paffen, für den Schmied, den Bauern und den Pfaffen, nur für euch mache ich mich jetzt zum Affen. Ich bin des Nachts zum Mond hinaufgestiegen und konnte diese Sterne stehlen. Ihr glaubt mir nicht, schaut nach und ihr werdet sehen, dass beim großen Wagen die Räder fehlen. Denkt nicht, ich sei ein Dieb, ich versuchte sie zurückzugeben und ließ sie hoch und höher schweben. Aber sie bleiben einfach nicht am Himmel kleben. Mir scheint, sie wollen sehr zu meinem Glück nicht mehr zu den anderen Sternen zurück. Drum werde ich mich ihnen als würdig erweisen, lasse sie hier auf dieser Erde scheiden, jetzt um meinen Körper kreisen. Ich werde mit Mustern euer Herz erweichen, die der Schönheit unseres Sternenhimmels gleichen. Oh, ha, bleibt eure Augen im Staunen. Oh, das war zu spät. Figuren. Zackig, kantig, meine winzigsten Mixturen. Oder hier, mein scheinheiliger Heiligenschein. Oder es kommt einer hinterm Rücken hervor, bei einem Wurf unter den Beinen. Und wenn es sich so umdrehen und reint, ist mir noch Jubel gewiss, so soll es sein. Thank you.
Ein Turnei hier am Hochzeitstage. Ja, ein Turnei kann auch unterhaltsam sein. Diese Waffen. Na, wo sind sie? Ah, hier. Ihr dürft nun eine dieser beiden Waffen wählen. Rot. Rot wie die Liebe. Oder das Blut. Ja, nun, diese Waffen werden wir nun in einem Wettstreit verzehren. Und ich würde sagen, hier im Hochzeitstisch teilen wir die Beute und ihr dürft dann schreien für die Elina und ihr schreit dann ganz laut aus vollem Halse: Fritz, Elina, Fritz! Und somit werdet ihr sie anfeuern, auf dass sie auch wirklich diesen Apfel schnell verschlingen mögen. Und hier auf der anderen Seite, ihr, die ihr viel zahlreicher seid, ihr sollt für mich schreien und ihr schreit: Fritz, Gaukler, Fritz! Ja. Nun, meint ihr, das ist ein fairer Wettstreit? Nein? Da ich so eine große Klappe habe? Ja, ich werde ihn wahrscheinlich mit einem einzigen Kampf verstecken. Nun gut, so werde ich zur gleichen Zeit noch mit diesem Antivampirkraut und einer bis dato noch unentdeckten gelben Frucht jonglieren. Meint ihr, das wäre fair? Das wäre fair. Was meint das Volk? Wäre das immer noch fair? Oh, einige schreien nur. Es ist immer noch nicht fair. Nun gut, dann werde ich zur gleichen Zeit auch noch blind jonglieren. Wäre das dann fair? Ja. Nun gut, zur gleichen Zeit werde ich blind jonglieren. Jetzt seid ihr aber ganz klar im Vorteil. Oder, Elina? Nun, wir brauchen einen Runterzähler. Ihr, werte Franzmann, würdet ihr von 5 herunterzählen auf 1 und dann möge das Volk aus vollem Halse für Elina schreien auf dieser Seite und für mich schreien auf dieser Seite. Werte Franzmann, so zählet laut und deutlich von 5 herunter. 4. Seid ihr auch Franzose? 4. Aber hier, schöne Tag, Frau Selby. Schöne Kuh. Cinque? Nee. 4, 3, 2, 1, 2. Ja! Und los geht's! Oder einen Kuss von mir.
Peitsche, die sonst sehr schnell auch immer ist und auch immer noch bleibt, hat schon vorbereitet ein gar herrlich Nachspeisgericht. Und zwar mit Naschwerk von süßer Creme ist das Menü zu Ende bald. Dazu gibt es Beeren aus dem Wald. Diesmal nicht warm, sondern eher kalt. So seid gespannt und füllt euren Wanst mit diesen herrlichen, wenn die Bedienung mal antanzt. Die Bedienung wird herumschreiten durch die Menge. Da drüben, da gibt es schon Nachspeisegedränge. Und ein Handgeklapper für die Küche, die uns jetzt den Nachtisch auftragen würde. Den Karl möchten wir hier auf die Bühne bitten. Wo ist der Karl? Ah, Karl!
ich hier noch auf die Bühne bitten. Und zwar die Rosmarie, Erika und die Karin und natürlich den Eugen. Plus die drei tapferen Helfer. Ja, die Bühne füllt sich langsam. Ihr seht, es sind fast so viele Leute für euer Essen zuständig, wie ihr Gäste seid. Möchten wir noch als letztes hier auf die Bühne rufen, das Soldatenheim, und zwar den Friedel und seine Helfer. Innen. Große Friedel. Und diese Leute, alle, die hier im Rampenlicht stehen, haben es ermöglicht, dass ihr heute Abend mit vollem Bauche nach Hause gehen könnt und sagen, es war recht. Und zwar, die gesammelte Mannschaft wird euch nun noch ein leckeres Gericht servieren. Und zwar gibt es hier würzigen Käse vom großen Stück kreiert, von Mägden auf dem Holzbrett serviert. Ja, und deswegen begeben sie sich wieder in die Küche und machen euch den Abend zu einem vollkommenen Erlebnis. Aber ihr macht jetzt noch nicht, bleibt noch sitzen. Wir werden das Menü auf vier Tischen servieren, die Käseplatte, und ihr könnt euch nach Herzenslust dort bedienen. Habt Dank! Um 2 Uhr gab sich das Jawort hier in den Städten. Jürgen und Martina, die da hinten an dem Tische sitzen. Ein Handgeklapper für das rechte Brautpaar. Jürgen und Martina, erhebt euch und kommt auf die Bühne. Wie den Brautklau oder Brautstrauß und Strumpfbein versteigen, nicht? Nein. Dann wird euch heute nun Donner und Doria mit einem Hochzeitsspielchen beglücken. Ja, 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 ja. Das machen Sie gerne. Ja. Ihr Lieben, ihr Guten, ihr Braven, selbstverständlich wünschen wir euch alles Erdenkliche. Auch Gutes. Ja, nein, sondern damit dies wohl hier eine wunderbare Ehe wird, würde ich sagen, lassen wir einen uralten Brauch wieder aufleben. Wer von euch beiden hat die Hosen an? Noch. Das liebe Volk kennt bestimmt das Volkslied, wenn alle Brünnlein fließen. In diesem Liedlein gibt es eine Passage, da heißt es wohl, winken mit den Äugelein und treten auf den Fuß. Dies war wohl zur damaligen Zeit wirklich ein Brauch in der Hochzeitsnacht, also vor der Hochzeitsnacht. Ja, man tanzte einen Tanz, das Brautpaar tanzte einen Tanz
Und sobald die Musik hier aufgehört hat zu spielen, so langte ein jeder der beiden zu versuchen, den Fuß des anderen zu treffen. Wer bei diesem Spielchen zuerst den Fuß auf den des anderen hat, hat in den nachfolgenden Ehejahren sozusagen die Hosen an. Es geht um viel, ja. Und das doch vor der Erfindung der Hosen, ja. Sondern dieses Spielchen, ja. Das hast du dir schon gedacht. Wollen wir jetzt hier mit euch zelebrieren. So, dann, ihr Lieben, damit Sie sich jetzt Mut ansaufen können, damit kann man bekommen Sie einen gar trefflichen Brand. Wein. Herzlichen Dank. Thank you.
weiß. Mein lieber Gatte, ich würde gerne ein paar Kinder mit dir haben. Gesagt, getan. Nun, das Problem war, ist, da stand etwas Wichtiges, Großes, extrem Hinderliches zwischen den beiden. Und es war so gewaltig, dass es nahezu unmöglich war, den Liebesakt zu vollenden. Junge Recke, dieses Problem, dem kann man Abhilfe schaffen. Tief am Bach, wieder an der Schmeil, na gut, ich bin nicht ortskundig, an der Schmeil, da wo schon im vorigen Märchen auf Fische verzaubert hausten, da haust auch ein kleiner Frosch. Und dieser Frosch, er besitzt magische Zauberkräfte. Ihr müsst diesen Frosch nur fragen, Frosch, wollt ihr mich heiraten? Und der Frosch wird dann sagen, nein. Und dann wird euer Glied um 10 Netze schrumpfen. Das war die Maßanleitung. Und dann verrannt über den immer noch nicht vollzogenen Liebesakt wieder hinauf zum Frosch und fragte, noch, Frosch, wollt ihr mich heiraten? Der Frosch sagte, nein, nein und nochmals nein. Ihr habt euch wahrscheinlich was die ganze Zeit gefragt, warum das Ding immer noch steht wieder eins. Es sagt ja bereits, es ist ein Märchen. Nun, er dreht und dreht und dreht noch immer schneller. Ja! Aber wir werden eine kleine Leibesübung vornehmen. Wir zählen wiederum bis zur Ziffer U3. Dann lassen wir hochspontan die Kinnlade auf die Tischplatte donnern. Für den Seelenfunken, auf das er überspringen und euch entflamme. Natürlich den Platz. Seelenfunken aus Berlin. Thank you.
tiefsten Sachsen? Nein, Erzgebirge. Ja, genau, aus dem tiefen Gebirge da. Die unglaublichen Donna und Doria. Das Schiff verlassen. Sie werden leider den weiten Weg nach Bremen unternehmen. Na gut. Ja. Auf jeden Fall fahren Sie weit, weit weg ins Königreich, weit, weit weg. Ja, genau. Und Seelenfunke und Nimulus, das heißt der Rest meiner Gruppe mit mir, wird morgen und übermorgen auch noch zu sehen sein auf dem Städtener Spektakulum. Die Uhrzeiten weiß ich genau nicht, aber die könnt ihr dem Programmplan entnehmen, sofern ihr Schriftgelehrte unter euch habt, die euch unterweisen können. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder an, wenn ihr noch schauen müsst. Da wir morgen nicht mehr da sind, wollen wir euch noch abschließend verraten, wer euch belästigt hat. Ja, wenn ich komme, und zwar wird das Weib, das vierte Rad auf den Kran, das zog dem Volk den letzten Tag. Trommel ein, es ist verteilt von Wolkenstein. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ja, und diese männliche Schabracke macht viel Wind mit seinem Sacke. Er hat mit Maul und Lungenkraft die Langeweile ihn fortgerafft. Johannes, der Pfeifer. Heute war dann alles gut, wird heute nicht so schlimm. Er kam einst aus dem hohen Norden, um ihn zu rauben und zu morden. Dann traf er das Weib da, dann war es damit vorbei. Jetzt weht er nur noch die Schalmei. Destruktivus, der schuldvolle Junge. Zu kurz war ich Spaß und Narretei. Es klirren eure Lauscher gar von dem, was hier zu hören war. Und mancher fand den Wohlgeschmack an Trommel, Stimmen und Dudelsack. Wir danken euch mit viel Trara. Wir spielen Leute Donner und Florian.